was das Fotografieren mit Fotoapparat oder sonstiges, wenn man darin nicht übertreibt, dann ist das okay. Aber diese Übertreibung hat schon stattgefunden und deswegen empfehle ich den Leuten, dass sie sich nicht zu viel mit diesem Thema beschäftigen. Ich meine, schaut doch mal, wallahi al-azim, die Leute, der läuft 50 Mal auf dem Weg von einer Strecke von 10 Metern. Richtig? Dann lädt er das gleiche in Facebook. Womit ist er beschäftigt? Mit sich. Er betet sich ab. Und dann siehst du ja, was sie alles für Bilder machen. Wie viele sind gestorben? Sie gucken in ihrem Handy, gucken sich an, ihre Videos an und dann fällt der eine oder der Ärmste in den Kanal und kriegt nichts mit. Sind viele gestorben. Einfach nur so, weil sie auf dem Weg sich die ganze Zeit irgendwelche Sachen angeguckt haben. Die Leute haben deutlich übertrieben, Achil Karim. Bis dieses Medium jetzt zur Riya geworden ist. Das heißt zur Augendienerei. Wallahi, geht mal zu Umrah. Geht mal nach Saudiya. Dann siehst du, er sagt, mach jetzt ein Foto. Ich mach Dua. Für wen machst du Dua? Für ein Foto? Oder macht man das für Allah Azza wa Jalla? Und ich persönlich habe eine Sache gesehen, ich habe es nicht geglaubt. Wallahi al-Azim, hätte ich das nicht mit eigenen Augen gesehen, ich hätte es nicht geglaubt. Ich sitze im Haram in Mekka und ich war noch müde, weil war nach Fajr. Und ich sehe da nur eine Person, der macht so die ganze Zeit. Ich sage, subhanallah. Ich habe es nicht gesehen. Der hat sich sein Handy vorne hingestellt und hat sich positioniert, so dass er genau im Bild ist. Wen betet der an? Und irgendwann ist sein Handy runtergefallen, mitten im Gebet hat er aufgehört, dann hat es wieder zurechtgerückt und hat weiter gebetet. A'udhu billah. Wallahi, wenn das keine Gefahr ist, was ist eine Gefahr? Was ist eine Gefahr? Du siehst Leute heutzutage an der Kaaba, macht sich so ein Namensschild, als ob ihr Name oder sein Name an der Kaaba steht. Wallahi, der Name von Muhammad s.a.w. steht nicht mal an der Kaaba. Dann dein Name. Dann dein Name. Oder manche Leute, der liest Koran vor der Kaaba und der andere fotografiert ihn. Wozu hat dieses geführt, ja, Achil Karim? Was sind diese Bilder? Ich persönlich hasse diese Sachen. Und ich verabscheue sie abgrundtief. Wenn ich auch nicht an der großen Glocke hänge, ich sage, das ist absolut haram, nein. Aber die Folgen, die daraus entstanden sind, sind doch klar.